Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück. Wir sind heute auf Tag 4 der Invictus Launch Week 2950 und wir sehen hier zwar Consolidated Outland, aber heute ist der offizielle Logistiktag. Das heißt, wir haben einen Haufen Schiffe hier, die unterstützende Rollen bei der Navy, denn das Ganze hier ist ja immer noch eine Navy-Ausstellung, genießen. Ne? Da hinten sehen wir zum Beispiel Starfarer. Da ist ein Mistzeichen, das heißt, da wird auch irgendwo ein Freelancer rumstehen, auf jeden Fall. Und da drüben in der Display Hall können wir schon ein bisschen sehen, Crusader Industries, das ist die Hercules. Und da müssen wir mal gucken. Die haben ja noch kein Schiff komplett fertig hier, Crusader. Von daher werden die wahrscheinlich nur in der Display Hall vertreten sein. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal runter und dann schauen wir uns das Ganze aus der Nähe an. So, wir fangen einfach mal an hier mit diesem wunderbaren kleinen Schiff. Das ist die Argo Transportversion. Zweimal gleich. Die, ich weiß gar nicht, wie die andere heißt. Es gibt noch eine Version, wo man halt nicht Fracht mit transportiert, sondern tatsächlich Personen. Also die haben dann hinten ein Personenmodul. Das ist heute allerdings gar nicht hier. Das ist ein bisschen schade. Ich würde sagen, wir krabbeln einfach mal rein. Tür öffnet sehr schön. Da sehen wir schon direkt. Dieses Cockpit ist sehr beengt. Ja, also hat man kaum ein bisschen Ellenbogenfreiheit. Das ist wirklich ein ganz kleines Schiff, das zum Beispiel auf der Idris eingesetzt wird, um Fracht hin und her zu transportieren. Und diese kleine, süße, verzerrte Roboterstimme. Ganz toll. Gefällt mir jetzt schon. So, wir schauen uns das Ding mal von außen an. Und da sehen wir, ne, das ist wirklich nur so ein kleines, signalfarbenes Tragegestell mit einem Container hinten dran. Vorne im Cockpit nicht so richtig viel Platz. Ich weiß nicht, das Ding ist halt dazu gedacht, zum Beispiel um von größeren Frachtschiffen auch an Raumhäfen Dinge auszuladen, zu verladen, vielleicht sogar zur Planetenoberfläche runterzubringen, wenn die Schiffe nicht allzu groß sind. Ich weiß gar nicht, wie viele SCU auf einmal das Ding hier transportieren kann. Aber so richtig viele sind es nicht, wie man sieht. So, ich habe hier gerade noch was gesehen, das schauen wir mal. Left Door, Right Door, Left Door. Gab es hier nicht auch so ein Open Exterior? Ja. So, und da gehen jetzt beide Türen auf. Ja, und ansonsten tut sich da halt nicht, ne? Also, das ist im Prinzip alles. Ja, ein sehr, sehr süßes kleines Schiff. Deutsch ist auch schon ein bisschen schwierig. Dazu kann ich gar nicht mehr sagen, Leute. So, und dann haben wir hier den Mustang, wahrscheinlich, Gott, welches denn, Kampfvariante? Delta? Ja, die Delta-Variante. Das ist die Variante mit den Waffen. Es gibt noch einen Mustang Alpha, das ist die Standard-Variante. Der hat ein bisschen Laderaum, ein bisschen Geschütze. Ich weiß gar nicht, ob die Alpha-Variante Raketen hat. Ich vermute beinahe nicht. Kann ich euch aber nicht genau sagen. Und dann gibt es noch die Beta-Variante. Die hat dann ein schönes Inneres tatsächlich. Das ist so ein kleiner Camper im Prinzip. Hat hinten ein Bettchen drin und vielleicht sogar eine kleine Küchenecke. Ich weiß nicht mehr. Ich habe das auf der Aerospace Expo gezeigt. Auf jeden Fall. So, und jetzt geht's wieder los. Aha, da. Ja, ein bisschen suchen, wo man rein kann. Ne? Das sieht hier so vom Design aus ein bisschen wie bei der von der Hornet A Variante. Die klappende Konsole wurde eindeutig, dass ich ein bisschen bei Aegis abgeschaut vielleicht. Übersicht ist top. Ne, nach unten vorne kann man leider nicht so richtig gucken. Ne? Da finde ich, ist die Konsole ein bisschen zu hoch angebracht. Und die ist halt auch riesig, diese Konsole. Dafür kann man halt nach oben, zur Seite, überall hingucken. Nur
vorne, unten funktioniert halt nicht. Das ist ein bisschen schade. So, jetzt suche ich hier bestimmt wieder. Da komme ich aus dem Schiff raus. Wie kann ich das Ding mieten? Aha. Nein. Ja, Power, der große blinkende Knopf. Okay, und dann passiert erstmal gar nichts. Okay, da gibt es offensichtlich einen kleinen Fehler hier im System. Dann schauen wir uns das Ding einfach mal von außen an. Also, wir haben zwei große Triebwerke, ne? Die sind ähnlich verkleidet wie die von Aegis. Erinnert ein bisschen von der äußeren Form an die Redeemer-Triebwerke auch. So, da gab es so ein kleines technisches Problem. Also die Triebwerke hier, ne, von außen sehen die ein bisschen aus wie von Aegis. Hinten diese beiden runden Öffnungen, dann wieder Aegis untypisch. Das erinnert eher so ein bisschen an Envil. Ja, da haben wir da noch so ein paar Finnen dran, diese nach hinten wegklappenden Flügel. Dann haben wir also die Mini-Flügel da hinten. Dann haben wir hier vorne die Flügel, die werden wunderschön platzsparend hochgeklappt. Das macht das ganze Schiff halt sehr hoch dann, wenn es verstaut wird, aber deutlich weniger breit. Waffen sind ausreichend vorhanden auf jeden Fall. Ist im Durchschnitt ein bisschen stärker bewaffnet als eine Aurora, kann dafür im Durchschnitt, glaube ich, ein ganz kleines bisschen weniger Fracht tragen. Hier beim Delta, ich glaube, der kann gar keine Fracht tragen. Da müssen wir mal schauen, ob ich da nach hinten ins Schiffsinnere komme, so ein bisschen. Da könnte es ja vielleicht irgendwas Spannendes geben. Müssen wir mal gucken. Ja, ansonsten sehr schönes kleines Einsteigerschiff. Ob man jetzt das Ding nimmt oder eine Aurora, kommt eigentlich nur drauf an, aufs Ästhetische. Die nehmen sich nicht wirklich viel. Wer ein bisschen mehr kämpfen will, potenziell eher ein Mustang. Wenn man lieber ein bisschen länger unterwegs ist, draußen und lieber ein bisschen handelt, dann lieber die Aurora. Die hat nämlich ein Bett hinten drin, was sehr gut ist. So, dann versuche ich nochmal, ob wir hier jetzt. Aua? Na, also. Ja, ist ja schön. Display, wow, riesig. Wird noch nicht gut genutzt im Moment, der Platz. So, ich wollte mal gucken, ob ich hier irgendwie ins nach hinten gelange. Ja, hier kann ich aussteigen aus dem Schiff. Ne, aber nach hinten komme ich hier in der Variante nicht, leider. Dann steige ich wohl wieder aus. Ja, schnuckeliges, kleines Einsteigerschiff. Wie gesagt, die Data-Variante hier. Ziemlich schwer bewaffnet auch. Bisschen schwerer sogar als die Aurora LN, die ja schon für ein Einsteigerschiff ziemlich beachtlich bewaffnet ist. Und da mache ich mal einfach keinen Schnitt, sondern wir watschen einfach zusammen hier drüben rein. Sehen ja schon das große Crusader-Logo. Und da sehen wir auch eins meiner Lieblingsschiffe, tatsächlich ein sehr schönes Ding. Wurde kürzlich nochmal überarbeitet, hier diese Variante. Die Mercury Star Runner. Das ist ein mittelgroßes Schiff für bis zu drei Crewmitglieder. Vorne die Kanonen sieht man nicht, da gibt es aber einen Turm hier, den steuert der Pilot. Da sind Geschütze dran, Größe 3, wenn ich mich nicht irre. Dann gibt es oben und unten noch Türme, die können jetzt in dieser überarbeiteten Variante tatsächlich 360 Grad abdecken, der oberen bzw. der unteren Schiffshälfte. Die haben Größe 2 Geschütze dran, sind bemannt. Und das ganze Schiff ist im Prinzip ein kleiner Frachter mit 96 SCU, der aber auch 4 Server drin hat, um damit Daten transportieren, verschlüsseln und im Notfall auch löschen zu können.
Hinten die Klappe ist die Heckklappe. Und der Frachtraum dahinter sind jetzt groß genug, um einen Rover reinzustellen. Früher hatte das Ding hier in der ursprünglichen Variante ein großes, rundes Mitteltriebwerk. Das ist jetzt ausgefallen. Dafür gibt es hier zwei kleinere Triebwerke in den Flügeln drin. Das ist deswegen rausgefallen, weil ansonsten das mit der Höhe für den Rover nicht geklappt hätte. Hat man gesagt, bauen wir das Triebwerk aus. Und dafür hier in die Flügel zwei ein. Der Turmeingang wurde weiter nach vorne verlegt als früher, auch um dem Rover da Platz zu geben im Frachtraum. Ansonsten, das sieht man ja doch von hier aus so ein bisschen. Hat das Ding hier eine Scan-Schüssel mit einem Scan-Seat, ähnlich wie im Terrapin drin. Und die Augen scheinlichste Veränderung zum vorherigen Modell ist hier unten. Dieser Bauch, der ein bisschen größer geworden ist. Das ganze Schiff ist ein bisschen massiger geworden, ist nicht mehr so schlank und stromlinienförmig immer noch. Einfach damit man ein bisschen mehr Platz hat. Das Ding hat nämlich so Kriechtunnel, wo man dann Ersatzkomponenten in abgeschirmte Abteile reintun kann. Da kann man natürlich auch Dinge schmuggeln, wenn man das möchte. Und ansonsten für drei Personen ausgelegt. Man ist also immer ein bisschen knapp mit der Crew. Ne? Man kann, hat immer einen Piloten, offensichtlich. Und dann entweder zwei Turmschützen oder halt den Piloten, dann ein Engineer und ein Scanning Operator. Ob der Scanner sich vielseitig verwenden lassen wird, muss man noch sehen. Oder ob der wirklich nur für den Datentransfer gedacht ist. Aber das wäre meiner Meinung nach eigentlich Verschwendung. Weil das Ding hat halt diesen riesigen Scanner-Hardpoint hier. Die Schüssel klappt dann noch so ein bisschen hoch. Ein super schönes Schiff, finde ich. Eins meiner Lieblingsschiffe, definitiv. Also, und dann haben wir hier drüben die Hercules. Die gibt es in drei Varianten. In die C2, A2 und noch eine dritte Variante, die ich gerade nicht weiß. Die A2-Variante ist auf jeden Fall die, die Bomben abwerfen kann. Also die hat innen drin einen richtig großen Bombenschacht. Dann gibt es noch die C2-Variante. Ich schau gerade mal nach, wie die Varianten heißen alle. Ja, hätte man natürlich wissen können. Also es gibt die C2-Variante, das ist die große Frachtvariante mit 624 SCU. Dann gibt es die militarisierte Variante, die hat ein bisschen dickere Panzerung. Ja, hat noch einen Geschützturm mehr dran und nur 468 SCU. Und dann gibt es noch die A-Variante, die ich schon erwähnte, mit dem, großen Bombenschacht und den Riesenbomben innen drin. Die hat dann nochmal einen Turm oder zwei mehr mit ein bisschen größeren Geschützen auch und hat dann nur 234 oder sowas SCU. Und das Ding ist halt ganz cool, weil das einen riesigen durchfahrbaren Frachtraum hat. Und ich denke, den kann man hinten, da haben wir gerade die Klappe gesehen, und vorne öffnen. Muss man ein bisschen suchen. Ja, hier vorne, es müsste sich eigentlich auch öffnen. Und das kann halt ziemlich große Fahrzeuge transportieren. Dazu wurde es eigentlich angeschafft. Ne? Die Gunship-Variante, die A2, wurde erst nachträglich modifiziert. Und das Ding ist, ich bin ein bisschen zwiegespalten wegen des Ding. Zum einen sieht es natürlich super aus, finde ich. Es ist ein sehr schönes Frachtschiff, aber es hat halt einen großen Quantumantrieb, aber nur zwei mittlere Quantum-Treibstofftanks. Das heißt, das Ding ist in seiner Reichweite dann wahrscheinlich eher limitiert. Also kein Langstreckentransporter, wie man von dieser sehr schönen Form und den riesigen Triebwerken eigentlich vermuten könnte. Sondern es ist wirklich, denke ich zumindest, für Unterstützung auf kürzere Distanz gedacht. Und kann in der Atmosphäre für so ein Riesenschiff mit über 600 SCU dann halt in der größten Variante ziemlich gut manövrieren. Und für diesen Unterstützungseinsatz durch die Atmosphäre, also vom Orbit auf dem Boden, ist es eigentlich auch konzipiert. Und da muss es auch nicht so viel Quantum Treibstoff haben, um richtig lange Strecken zurückzulegen, denke ich mir.
Ein super schönes Schiff. Definitiv. Kann man sich mal zulegen, wenn man halt ein bisschen Fracht transportieren möchte und dabei vielleicht ganz gut geschützt sein möchte. Braucht aber dann auch tatsächlich eine ganze Menge Crew, das Ding. Weil die meisten Türme halt remote oder halt bemannt sind. Die Türme sieht man hier bei diesem Holo-Modell leider nicht so richtig gut. Das ist ein bisschen schade. Ja, super schönes Ding. Eine sehr wehrhafte Frachtmaschine, wenn man da Bock drauf hat. Und damit haben wir dann auch schon 3 von 4 der heute hier vertretenen Hersteller abgehakt. Argo hatten wir, Consolidated Outland und Crusader Industries. Und dann bleibt jetzt nur noch Misk übrig. Und die haben tatsächlich ein paar sehr, sehr schöne Schiffe. Wir gehen mal hier einfach so von klein nach groß durch. Misk ist halt ein Schiffskonzern, der hat ein Land-Lease-Agreement mit den Shian abgeschlossen und benutzt halt deswegen Shian-Antriebstechnologie, was das Ding ganz interessant macht, was auch die Freelancer sehr interessant macht, finde ich. Aber man muss halt mit der Ästhetik von den Jungs klarkommen irgendwie, ne? Die ist, schwankt ein bisschen zwischen der Razor hier und dann gibt es halt noch so Leute wie die Reliant. Beziehungsweise Schiffe wie die Reliant und dann halt dieses Globige, was die ein bisschen größeren Schiffe dann haben, wie hier die Starfarer oder bei der Freelancer werden wir es auch sehen, wo die Cockpit-Übersicht dann halt echt nicht richtig gegeben ist. So, hier haben wir ganz offensichtlich die EX-Variante, das ist glaube ich die Stealth-Variante der Razor. Nagelt mich nicht drauf fest, guckt da lieber nochmal nach, ne? Das Ding sehen wir hier. Schöne große Kanonen. Das ist die Variante, die von der Advocacy eingesetzt wird. Wenn die halt mal gerade keine M50 zur Hand haben, schnell irgendwo hin müssen, jemanden abfangen müssen, dann ist das hier so. Das Schiff der Wahl ist eigentlich wie die M50, auch ein Rennschiff. Ist auch ähnlich konzipiert, hat aber, glaube ich, deutlich mehr Ausdauer, weil dank Shian-Technologie wird er sehr viel mehr Treibstoff zurückgewonnen beim Fliegen. Man kann hier leider nicht rein. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, das Ding ist irgendwie ein bisschen zu hoch aufgebrockt. Hier ist eigentlich, sieht man, doch, man kommt rein. Aha. Der Griff wollte ich sagen. Wo man da halt reinkrabbelt. So, dann sehen wir hier zip, ein super schön Hightech, dieses Cockpit-Glas hier. Richtig Übersicht hat man halt nicht. Ne, dazu sind hier zu viele Streben, alle in schicker Carbon-Optik im Weg. Aber das Ding soll halt auch vorwiegend schnell sein. Und nicht unbedingt gute Übersicht im Schiffskampf liefern. So, schauen wir uns das Ding mal an von außen. Das ist nämlich eine wunderschöne Hightech-Hochleistungsmaschine. Man kann durchaus, finde ich, mit der M50 mithalten. Die M50 wird ja auch derzeit noch ein bisschen überarbeitet. Kriegt ein schickeres InDesign auf jeden Fall. Was da außen geändert wird, weiß ich gar nicht. Dazu wissen wir noch nichts. Wir haben halt 2 wunderschöne große Triebwerke, ne? Die sind da hinten einfach so eingespannt. sehen aus wie angetackert einfach hinten. Beziehungsweise vielleicht hat man auch einfach den Rest vom Schiff an die beiden Triebwerke angetackert. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr schöne, schlanke Rennmaschine. Und in der EX-Variante hat man halt auch eine vernünftige Bewaffnung. Davon gibt es 3 oder 4 Varianten auch, glaube ich. Müsst ihr euch mal anschauen, welche euch dazu sagt. Hier heute nur die mit den Waffen vertreten, weil es halt eine Militärausstellung ist hier. Deswegen gibt es auch nur die Starfarer Gemini und die Freelancer Miss hier. Und die, welche ist denn das? Die Reliant, wir finden es raus.
Da ist deutlich mehr von den Xi'an-Schiffen abgeguckt. Wenn das Ding fliegt, drehen sich die Flügel einfach um 90 Grad. Und dann hat man halt diesen aufrechten Flugmodus. Die Tana ist es. Und die Reliant-Serie sieht halt im Prinzip her immer gleich aus. Ähnlich wie die Avenger immer gleich aussehen und hat dann hier außer an diesem Pod aber immer was anderes. Ne? Hier ist es ein Geschütz. In einer anderen Variante ist es dann zum Beispiel eine Kamera. Hier haben wir schon den Einstieg gefunden. Ich gehe nochmal hier auf der anderen Seite rum. Und hier ist das Triebwerk, das eigentliche. Auf der anderen Seite gibt es auch noch eins, denke ich. Hier ist der zweite Turm außen. Und dann haben wir hier bei dieser Variante zumindest, ich weiß gar nicht, wie die im Durchschnitt bewaffnet ist, auch noch unter diesen Flügeln Waffen. Ja, genau. Zwei Triebwerke, ne? Und die rotieren dann halt so, dass eins überhalb und eins unterhalb des Cockpits ist. Und man dann halt diesen sehr aufrechten Flugmodus hat. Zwei Piloten passen rein auf jeden Fall. Ein bisschen Frachtraum hat man. Zumindest in der Grundvariante. Hier wird das Ganze dann halt für Betten benutzt und Anzugschränke, Waffenschrank haben wir hier. Hier haben wir eine kleine Dusch-Toiletten-Kombo wieder. Hier können wir ein bisschen auf Komponenten zugreifen, wenn wir das denn wollen. Hier schwebt schon wieder eine Waffe rum. Na, also, meh. Und während des Fluges, oh nein, sag nicht, das Ding blockiert mich hier. Ich krieg die Krise. Ich versuche mal, mich an dem Ding vorbeizuschmuggeln. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht oder sich anhört. Nö, kommst du nicht dran vorbei. Kannst du nichts machen. Okay, super. Also, jedenfalls, diese Tür hier, die schließt sich dann im Flugmodus und man kommt da nicht mehr raus, ne? Weil halt hier dieser ganze hintere Bereich im Prinzip gedreht wird, würde man dann hier hinten auf der Seite laufen im Prinzip, was ja im Raum ohne Schwerkraft kein Problem wäre. Ich passe hier echt nicht dran vorbei. Ich krieg die Kratze. Ja, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, das Cockpit. Wegen schwebender Waffe, die hier jemand liegen ließ. Oder vielleicht, mal gucken, ob das funktioniert. Ich kann doch eigentlich. Habe ich schon die Taste hingeschmissen? Ich dachte hier. Ganz kleinen Moment. So, wo ein Wille ist, ist offensichtlich auch ein Weg. Ich bin einfach unter dem Ding durchgekrabbelt. Das funktioniert nämlich, wenn man sich da hinlegt. So, und dann haben wir hier vorne das Cockpit. Da sehen wir schon eine super schöne Übersicht haben wir hier. So, da ist der Pilotensitz, hier ist der Co-Pilotensitz. Ja, natürlich werde ich den Pilotensitz hier benutzen. So, dann klappen hier so schön Displays aus überall und ja, wie gesagt, wenn man dann abhebt, losfliegt, dreht sich das Ganze und dann kommt man nicht mehr nach hinten. Ne? Also man ist dann entweder hier oder im Rückraum gefangen, während man im Flugmodus ist. Das muss man sich vorher überlegen, wo man sein möchte. Sonst muss man den Modus zwischendurch noch wechseln. Die Konsolen machen einem natürlich hier diese wunderschöne Rundumsicht, die einem diese offen gestaltete Cockpit eigentlich bietet. Ein bisschen zunichte. Also nach oben gucken ist nicht so. Nach unten, Landeanflug, gar kein Problem. So, mal gucken, ob es hier Power gibt. Ja, das Radar da oben angebracht. Halt auch ein bisschen anders als eigentlich in allen anderen Schiffen. Dass da alles so über Kopf angebracht ist und hier unten im Prinzip gar kein Display sind. Also deutlich anders das Ganze. Ich denke eigentlich, das Ding sieht so ein bisschen aus, als wenn es gar nicht richtig ausgefahren wäre und eigentlich noch hier runterklappen wollen würde. Weil so kann man halt zum Beispiel diese Monitore, die da an diesem länglichen unteren Ding hängen, gar nicht richtig erkennen. Ha, interessant. So, schauen wir uns das Ding mal an, diese kleine, ja, es sieht aus wie ein Rochen im Prinzip, ne? Hinten haben wir halt diesen kleinen Frachtraum, Aufenthaltsraum, was auch immer, die Kabine, dann die beiden Triebwerke.
die sich dann natürlich nach hinten schwenken während des Fluges, wenn sich hier die Tragflächen drehen. Und dann fliegt man halt mit so einer Rückenflosse und einer Bauchflosse durch die Gegend. Das Ding soll angeblich ganz wendig sein. Die Tana-Variante hat auch ausreichend Feuerkraft auf jeden Fall. Mit der kann man so einiges anstellen. Man verzichtet dafür halt komplett auf Fracht bei dem Ding. Aber in die Grundvariante ist, glaube ich, die Core passt da eh nicht so viel rein. Von daher, man verliert nicht so irre viel tatsächlich. Nur mit dieser grünen Farbe, die halt die Militärvarianten bei Misk scheinbar haben, muss man irgendwie klarkommen. Aber an und für sich ein super hässliches Schiff. Es ist jetzt auch nicht, finde ich persönlich, in meinen Augen super schön. Aber es ist auch ein kleines, süßes Allzweckschiff. Also ganz und gar nicht schlecht, das Ding. So, jetzt muss ich hier wieder rauskommen. Einmal auf den Bauch gelegt. Hey, zum Glück habe ich in der Grundausbildung aufgepasst und jetzt passe ich hier nicht durch, oder was? Okay, auf dem Rückweg bleibe ich hier offensichtlich hängen. Ich probiere es nochmal. Hier elegant durchzukommen. Nichts ist mit elegant. Wir sehen uns dann gleich draußen wieder. So, einmal da dran vorbeigeschmuggelt und jetzt wollte ich euch aber doch nochmal hier zeigen, wie sich die Klappe öffnet. Wunderschön eigentlich, ne? So ein kleines mechanisches Surren. Mehr hört man da nicht. Und dann können wir hier nämlich schon mal die Starfarer ein bisschen von außen angucken. Die habe ich ja auch auf der Aerospace Expo auf der letzten gezeigt, so ein bisschen. Ne? Da sehen wir hier hinten zwei Türme, hinter jeder Tankreihe ein. Drei riesige Tanks da einfach. Diese Außengalerie. Und ich sag's euch gleich, die Starfarer von innen. Ein Orientierungsalbtraum. Vier Tanks hat die sogar hintereinander auf jeder Seite. Nice. So, aber wir gucken uns hier an, die Freelancer. Ein mittelgroßes Schiff auf jeden Fall. Hat die Ketten? Nee, ja doch. Keine Ahnung. Das Landing Gear kenne ich so noch gar nicht. Das sieht sehr interessant aus. Tatsächlich. Ja, also das hier ist die militarisierte Variante. Die hat ein bisschen dickere Panzerung als die anderen. Hier kommen wir natürlich nicht auf die Heckklappe drauf. Da können wir von innen schon sehen. Ein Heckturm oben, einen bemannten, hat das Ding. Diese Geländer da, die man sieht, die Streben, wo der Turm sitzt, hoch und runter fährt, die müssten sich eigentlich noch, oder sollen sie, irgendwann mal weiter einklappen lassen. Und dann kann man da auch ein kleines Fahrzeug hinten reinstellen. Jedenfalls die Miss heißt Miss, weil sie auf Raketen setzt. Das ist eine Kante. Und das Ding hat eine enorme Feuerkraft für so ein kleines Schiff. Ne? Wir sehen hier diese beiden Türme. Die sind auch relativ groß. Das sind, die werden direkt vom Piloten gesteuert, die Teile. Was ja schon mal unglaublich cool ist. Wir können da auf der Seite richtig viel abdecken. Ich weiß nicht, ob man die später auch von Gunnern steuern lassen kann. Auf jeden Fall hat das Ding genügend Plätze im Cockpit, wie wir gleich sehen werden. Hier haben wir diese Mini-Luftschleuse. Wir sehen wieder, die ist super eng, funktioniert aber wenigstens. So, und dann haben wir hier, wo wir beim Thema eng sind, den Schlafbereich. Ne? Das sind auch gleichzeitig die Fluchtkapseln, also vier Fluchtkapseln haben wir, vier Plätze im Cockpit haben wir. Ja, und hier könnte man später tatsächlich die beiden Seitentürme, im Moment geht es noch nicht, durch eigenständige Schützen bedienen lassen, die dann da ihr Display haben. Ja, und hier ist halt das, was ich meine, Miss-Cockpits bei den größeren Schiffen sind halt nicht so richtig cool. Liegt einfach daran, dass man halt diesen Briefkastenschlitz hat, um rauszugucken. Die Konsole hier ist unheimlich breit, sieht ein bisschen aus wie beim Avenger. Wobei das hier, glaube ich, sogar das ältere Design ist. Nach oben kann man so ein bisschen rausgucken, aber ansonsten hat man halt diesen Briefkastenschlitz. Und das war's. Also Übersicht
leider überhaupt nicht gegeben. Und deswegen lehnen auch ein Haufen Leute, ich mach mal hier zu, dieses Schiff tatsächlich ab. Weil sie sagen, die Übersicht ist kacke. Ne? Das ist ein schönes Schiff. Das ist vielseitig. Das gibt es halt noch in der Grundvariante und in der Dur-Variante. Die Variante, die hat dann größere Tanks, die hat eine Treibstoffraffinerie innen drin, eine kleine, die hat Sensoren, ist also für Erkundung gedacht, hat eine enorme Reichweite tatsächlich. Die Sensoren sind halt bei so einem kleinen Schiff nicht riesig. Also so gut wie mit einer Carrack oder mit einer Aquila kann man damit nicht scannen. Aber wir haben wenigstens einen Andockring oben hier. Unten müsste, unten ist keiner. Also wir haben den Andockring hier nur oben. Wir haben diesen Heckturm. Wir haben hier diese beiden Seitentürme mit ziemlich guter Bewaffnung für ein Schiff dieser Größe. Und ansonsten sehen wir halt da oben, haben wir diese, jetzt kann ich hier mal alles aufmachen so ein bisschen, diese Raketenschächte, ne, die werden durch ein internes Magazin nachgeladen. Das Ding hat unheimlich viele Raketen dabei und dann kann man da einfach rausballern, als wenn es kein Morgen gäbe und als wenn Raketen nichts kosten würden. Ja, die Form erinnert so ein bisschen an die Firefly, wenn man möchte. Aber es ist halt ein super beengtes Schiff. Nicht nur wegen dieses Ausblicks hier, auch sonst, wie wir gleich sehen werden. Langfristig hier mit 4 Personen drin zu sein, ist ein echter Albtraum. Hier haben wir eine Engineering-Station. Das hier ist, jetzt muss ich euch anlügen bestimmt, die Dusche. Da haben wir die Luftschleuse. Hier haben wir, glaube ich, so eine Mini-Küche drin. Ja, genau, hier ist eine Mini-Küche drin. Ja, und das hier ist im Prinzip der Quartierbereich und Engineering-Bereich. Das ist halt super eng. So, da haben wir hier ein ganz kleines bisschen Fracht tatsächlich, die man hier zum Beispiel durch diese Luft, durch den Andockring reinbringen kann oder halt von hinten durch, also durch sehr kleine Öffnungen. Da kann man nicht wirklich viel reinschmeißen hier in diesen Mini-Frachtraum. Den haben alle Varianten. Achso, es gibt noch eine 4. Variante, die habe ich euch unterschlagen, die Freelancer Max. Die ist dann halt hinten fast doppelt so breit auf jeden Fall. Der Frachtraum ist, glaube ich, auch doppelt so breit. Hat größere Triebwerke und so weiter und so fort. Ja, aber hier diesen Mini-Frachtraum haben die halt alle. Und dann haben wir hier hinten diesen Raum, der ist eigentlich gar nicht so vorgesehen, dass der geteilt wird, glaube ich, bei den anderen Varianten. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, eigentlich ist das hier hinten, also man hat diesen Mini-Frachtraum und dann hier hinten einen großen Frachtraum. Und der ist halt hier nochmal geteilt. Dass man halt hier diese Raketenmagazine direkt in die Werfer laden kann, dass dafür irgendwo Platz ist. Und da haben wir hier hinten den Hauptfrachtraum, der dann hier halt ein bisschen kleiner ist, mit Komponentenzugang und diesem wunderbaren Turm. Den kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen, wenn ihr wollt. Und natürlich wollt ihr, ich kenne euch doch. Vielleicht kann ich euch ja auch nicht zeigen. Jedenfalls kommt dann da von oben Stuhl runtergefahren und hier müsste eigentlich der Schalter sein. Ich kriege ihn aber nicht geschaltet gerade. Ah, ja. So, also da kommt dann dieser Stuhl runtergefahren, direkt über uns. Befindet sich diese Luftschleuse, also unter uns wird dann zugemacht. Das heißt, man kann dann auch die Frachtluke hinten öffnen, während hier oben jemand drin sitzt. Und dann sitzt man halt da in diesem Turm. Kann ich wirklich nach vorne schießen mit dem Ding? Der ist halt wirklich nur zur Abdeckung hinten geeignet, wo die großen Geschütze halt nicht hinkommen. Na, weil da halt würde man direkt durch die Triebwerke durchschießen müssen. Was natürlich ein bisschen ungünstig ist. Ja, das ist im Prinzip die Freelancer hier in der Mist-Variante. Dann können wir hier hinten noch rausspringen, würde ich sagen. Stuhl hoch, Klappe zu,
Und da muss der Schütze halt damit klarkommen, dass er da eingesperrt ist. Hops. Ja, da haben wir hier noch die Starfarer, die hänge ich hier einfach noch mit hinten dran. Das ist ein Riesenteil. Der Innenraum ist tatsächlich ein Albtraum. Finde ich. Also ich weiß nicht. Da haben wir es doch. Wie oft ich mich in dem Ding schon verlaufen habe, tatsächlich. So, also wir kommen hier wunderbar rein. Können hier zum Beispiel ein Fahrzeug abstellen oder irgendwas. Es ist super dunkel. Diesmal in all den Schiffen hier. Und ich weiß nicht warum. Das wird schon einen Grund haben. Komm halt hier rein, ne, in den Hauptfrachtraum direkt. Das Ding ist ja eigentlich ein Gas- und Flüssigkeitstanker. Hier drüben sehen wir so ein bisschen gegen das Gegenlicht. Ne, können wir Leute hinsetzen. Wie gesagt, hier können wir ein Fahrzeug abstellen oder zwei. Je nachdem, wie wir da Bock drauf haben. Und ja, ich gehe mal hier raus. Hier ist ein bisschen sehr dunkel. Da rechts geht es dann direkt zu einer Treppe. Ich werde mal hier geradezu durchgehen. Kommen wir nämlich hier zu einem Andockring. In einem sehr dunklen Raum. So, und dann geht's schon los, ne? Dunkles Labyrinth hier. Ich wähle den rechten Weg. Nein, kommt man da gar nicht durch. Sind es hier? Ich komme da leider gar nicht durch. Okay, cool. Also hier Andockring, Sackgasse. Für heute. So, da haben wir das schon mal abgehakt. Dann haben wir hier auf der Seite auf jeden Fall den Aufgang zum oberen Deck. Und das Ding ist halt so angelegt, ne? Im Prinzip hier um diesen Frachtraum drumherum haben wir hier die Galerie, Räume auf der Außenseite. Es ist ein bisschen Platz verschwendet auf jeden Fall. Hier kommen wir direkt nach hinten raus, können von hier aus die Tanks kontrollieren, ne? Wenn die betanken oder betankt werden, können wir da die Drücke kontrollieren. Wir haben diese wunderbare Aussichtsplattform. Runterwinken, hallo. Uns die Türmchen da hinten nochmal angucken. Also von hier aus hat man auf jeden Fall alles ganz gut im Blick. So, da haben wir hier direkt einen Lift hinten dran. Das war schon mal falsch, dankeschön. Ich dachte, ich könnte hier. Er scheint deaktiviert zu sein, tatsächlich. Mal sehen, ob der andere funktioniert. Nope. Aha. Okay, gut. Die Aufzüge funktionieren also heute nicht. Dann gehen wir einfach ein bisschen weiter außen rum. Kommen wir hier auf die Galerie raus. Sind jetzt auf der linken Seite dieses wunderbaren Schiffs. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Und haben dann hier einen der beiden Wege nach vorne gefunden. Super. Wenn wir hier nach hinten gehen, dann kommen wir zum Turm. Meine ich zumindest. Wie gesagt, ich habe mich hier schon ein, zwei Mal verlaufen. Da kommen wir nicht nur zum Turm. Es scheinen ein, zwei Dinge nicht zu funktionieren. Cool, das hier müsste auf jeden Fall der Turmzugang sein. Und da müssen wir jetzt an den ganzen Tanks im Prinzip, wenn wir hier, daneben gibt es noch so ein Wartungsding, ich weiß nicht, wozu es gut ist, ne? Wir rennen jetzt hier außen an den Tanks entlang, bevor wir dann hier endlich zu diesem Turm kommen. Und dann benutze ich ihn noch nicht mal. Was eine Verschwendung. Ja, hier haben wir halt diese Krabbelschächte im Prinzip. Ich weiß nicht, die sind, glaube ich, nur für einen Komponentenzugang hier gedacht.
damit man das halt nicht vom Hauptgang aus machen muss, wenn man daran arbeitet. Ich habe keine Ahnung, warum man das so designt hat. So, und jetzt geht's hier schon los. Achtung, verlaufende Gefahr. So, hier sind wir dann offensichtlich im Engineering auf dem Oberdeck. Haben dann hier, aua, noch so einen kleinen Engineering-Raum. Und würden dann hier auch zum zweiten Turm kommen. Das ist also symmetrisch aufgebaut hier an der Stelle. Aber wir gehen einfach mal ein bisschen weiter nach vorne. So, hier gabelt sich dann der Gang wunderbar. Wo komme ich denn hier hin eigentlich? Hier kann man drunter durchkrabbeln. Also das hier ist auch so ein Komponentenzugang dann wieder, wie es aussieht. Da habe ich aus Versehen eine Leiter erwischt. Wie auch immer ich das geschafft habe. Und jetzt bin ich hier scheinbar noch eine Etage höher. Cool. Da haben wir den vorderen Turm auf jeden Fall. Hier haben wir einen von den Liften, die von unten nicht funktioniert haben. Dieses Schiff, wie gesagt, ein Albtraum. Hier haben wir den zweiten Lift, der nicht funktioniert hat vorhin. Cool, cool. Und den Crew-Bereich. Alles sehr, sehr dunkel hier heute. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist ein bisschen unheimlich. Ne? Hier haben wir so eine kleine Mini-Küche auf jeden Fall. Hier drin gibt es gar keine Tür. Ich weiß, dass hier eigentlich das Crew-Quartier direkt anschließen sollte, meiner Meinung nach. Ich habe gerade auch keine Lampe dabei, leider. Deswegen kann ich das jetzt hier nicht vernünftig verifizieren. Ich habe keine Ahnung, wer das Schiff hier so kaputt gemacht hat und warum. Beziehungsweise warum hier einfach alle Lichter aus sind. So, hier haben wir dann den Crew-Bereich auf der Seite. Ne? Wir haben hier fünf Betten. Vier sind es, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Sieht aus wie 4. Hier gegenüber haben wir dann immer ein Spind. Meine ich jedenfalls. Für jeden in unterschiedlichen Zuständen der Funktionalität. Eine kleine Chill-Ecke haben wir. Ein Intercom. Keine Ahnung, was das ist. Die Toiletten. Ganz wichtig. Auch nicht zu benutzen heute. Noch mal ein paar Schränke für Utensilien hier. Wahrscheinlich für Ersatzkleidung und so. Ein Spiegel. Ein bisschen Spiegel. Ich weiß nicht, was du bist. Auf jeden Fall scheint hier einiges nicht zu funktionieren. So, und jetzt würde ich hier gern wieder den Weg nach unten finden. Ich glaube aber nicht, doch hier. So, von hier aus könnte ich ja auch nach unten krabbeln. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich mich hier auf dem Deck schon überall umgesehen habe. Hier haben wir dann die Lifte. Das waren gar nicht die Außenlifte. Die sahen einfach nur so ähnlich aus. Fahre ich hier nach oben? Ja, hier fahre ich nach oben, denke ich. Oben waren wir gerade. Da will ich gerade nicht hin. So, dann krabbel ich mal einfach. Ich weiß nicht, warum es hier Notsitze gibt. Das kann ich niemandem erklären. Wie gesagt, dieses Schiff ist für mich immer noch ein gigantisches Rätsel irgendwie. Aber warum das so designt wurde, wie es offensichtlich designt wurde. Und diese Beleuchtung hier macht es natürlich auch nicht besser. So, dann sind wir hier wieder auf dem Ring überhalb des Frachtdings. Ne? Hier haben wir dann das Frachtmanagement-Terminal. Wäre zu vermuten.
Und dann kommen wir hier vorne zu den Fluchtkapseln. 6 an der Zahl. Wo sind? Ach so, hier sind die anderen beiden. Gut versteckt. Also sind wenigstens direkt hinter der Brücke. Ne? Das ist zwar für die hinteren Turmschützen alles andere als optimal, aber für alle, die hier vorne arbeiten, ist es super. Haben wir hier 2 Hilfsstationen. Und hier vorne die Piloten- und Co-Pilotensitze. Schicke ich mich auch mal rein, fahren hier nach vorne und dann sehen wir schon Briefkastenschlitz. Na super, warte mal. Power müsste hier in der Mitte sein. Dachte ich. Da ist Power. So, und dann sehen wir hier dieses Riesending, das innen komplett merkwürdig aufgebaut ist. Außer nochmal diese Tanks auf jeden Fall. Das Ding sieht halt aus wie so ein, weiß nicht, so ein Gorilla oder ein Büffel oder sowas, ne, mit diesen unheimlich breiten Schultern. Da den Turmzugang haben wir gesehen. Hinten sind die beiden Türme, wo man dann auch invertiert wird übrigens, wenn man da reingeht. Die Triebwerke eher unauffällig bei dem Ding. Ich weiß nicht, warum das so kleine Triebwerke bekommen hat. Aber an und für sich kein schlechtes Schiff. Es hat sogar noch 2 Wangtürme. Die kann man dann wahrscheinlich von der Brücke, von der hinteren Station aus. Wenn der Pilot es nicht macht, ne, ihr seht es, wenn ich mich hier bewege. Dann gehen die Türme so ein bisschen mit. Und vorne Raketen. Ganz wichtig, dass sie da an der Nase sind. Ja, früher hieß es eigentlich, dieses Schiff kann dann Quantum-Treibstoff raffinieren. Und ich denke, das ist aber nicht mehr der Fall. Das kann es nicht mehr. Deswegen ist es im Moment eigentlich nur ein riesiger Transporter. Halt schon für, also man kann damit auch noch betanken. Das ist nach wie vor so. Aber man kann halt nicht mehr selber den Quantum-Treibstoff herstellen, um dann halt direkt vom Rohmaterial andere Schiffe betanken zu können im Prinzip. Finde ich ein bisschen schade. Damit hat das Schiff so ein ganz kleines bisschen seine Daseinsberechtigung verloren. So ist es halt eine spezialisiertere, eine größere Variante des Vulcan. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich finde, wer das Ding gekauft hat, wurde ein bisschen über den Tisch gezogen, ehrlich gesagt. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ja, auf jeden Fall ein Schiff mit Aussicht im Briefkastenformat, das wirklich einen der schlimmsten Innenräume hat. Die Schiffe, die wir hier gesehen haben, während dieser Ausstellung haben. Mir persönlich macht das Ding halt keinen Spaß, muss ich sagen. So, ich wollte noch mal gucken, hier hinten, kommen wir da an Komponentenraum oder was? Ach, da kommen wir nach oben. So, und um hier rauszukommen, ne, müssen wir halt hier am Frachtraum vorbei. Hier gibt's, glaube ich, doch, da drüben gibt's eine Leiter. Nee, das ist keine Leiter. Das wäre cool, wenn das da drüben eine Leiter wäre. Ich glaube, es ist keine. Jetzt checken wir gleich mal von unten. So, hier entlang und dann hier drüben wieder. Es ist wirklich eins der am umständlichsten, ne? Wenn hier eine Leiter wäre, einfach nach oben wäre, super cool. Ja, am umständlichsten designten Schiffe ever. Meine Meinung. Also das einzig Coole daran sind halt diese Animationen hier in diesem schweren Schiff und die riesigen Tanks. Ich finde es gut, dass man hier Geländer bekommt. Da kann man nämlich schon runterfallen und sich verletzen.
Tja, Jungs und Mädels, dann war es das für heute schon wieder. Was heißt schon wieder? Ging ja auch eine ganze Weile. Der letzte Tag gehört hier nicht mehr offiziell zur Ausstellung der Invictus Launch Week, aber Drake haben sich da so ein bisschen hinten mit rangehangen mit ihrer Defense Con. Die werden wir uns dann natürlich auch noch angucken. Dann mal gucken, was Drake hier für Schiffe auffährt. Vielleicht überraschen die uns noch mit einem Konzept. Das wäre super cool. Aber ansonsten heute der Tag halt so ein bisschen Unterstützung, Logistik, nicht hauptsächlich Kampfschiffe hier. Aber trotzdem vielleicht das ein oder andere coole Ding dabei, was euch interessiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Morgen, übermorgen irgendwann. Macht's gut bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Ciao.